nicht so oft Lava zu holen. Nächste. Genau. Jedenfalls das mit der Akropolis, das, die Idee kam mir dann heute in der Arbeit. Ja. Machst du mal. Noch nicht ganz Ja. schlüssig über die Materialien, aber ich will es dann auf jeden Fall schön hell und weiß haben. Also ein bisschen, also die Treppenstufen mache ich aus Kreide und dann drumherum dieses Marble Stone und die Säulen vorne, glaube ich, Gneis. Vielleicht mache ich die Säulen aber nochmal neu. Auch alles Marble. Marble schön hell. Mal sehen. Sorry, ich habe noch gerade ein bisschen Mörtel noch mal gemacht. Wenn eine Öfen mal gefordert hier. Das stimmt, die kennen das gar Soll ich noch nicht. was für dich kräften, Smersch? Nee, ich glaube, zurzeit ist alles das Wichtigste da. Also Essen habe ich. Ja, passt schon, glaube ich. Ja. So, ich habe jetzt vier Tanks. Genau. Dann brauchen wir noch einen Schmelzereikern. Den will ich doch gleich mal bauen. Ein, ja. Ein, ja. Ein Kern reicht. Versenkte Ziegel kommen gleich wieder nach. Klingt fast so wie beim Kaufmannsladen. Kommt, ist gleich wieder drin. So, ich habe jetzt einen Kern und vier Tanks. Okay. Von wo willst du das umstellen? Von hier vorne? Dann würde ich den Kern hier dahin setzen. Direkt mittig. Genau, geradeaus drauf zu. Genau. So. Wenn du jetzt willst, könntest du rechts und links noch ein Fensterchen reinbauen und daneben dann die Tanks setzen. Ach so, dann brauche ich hier kurz nochmal Glas, ja. Dann lässt du einen Platz daneben und setzt du da jeweils. Ne, so ein Glas kannst du, glaube ich, nicht nehmen. Das wird nicht funktionieren. Da brauchst du das Glas aus. Das haut nicht hin. Scheiße, alles abreißen, alles abreißen. Nein, man machen kann wir ja nicht. für euch ja wieder kochen. Was haltet ihr denn davon? Also Gerne machen. müssen richtige Fenster sein. Ja, von Tinkers. Die Ach Fensterchen. ja. Ja, eine Tinkers Schmiede. Aha. Versenktes Fenster. Genau, versenktes Fenster. Ziegel, alles klar. Na, dann. Gut. So. Hier versenktes Glas, genau. Das ist genau das Richtige, das brauchen wir. So, jetzt brauchen wir noch den Ausgießer, ne?
Schmelzerei-Ausguss. Schmelzerei-Ausguss. Wie viel Mörtel haben wir denn noch? Wie gesagt, es geht eine ganze Menge Material bei drauf. Das glaubst du gar nicht. Ja, ich merke das schon, aber nimm dir schon mal Formen an. Formen dann. Bergen Binge. Ist ja von Smash aus nicht mehr weit, ne? Nö. So, ich habe jetzt die Fenster hingebaut und da kommen jetzt die Tanks daneben, ne? Oder wie? Kannst du machen, ja. Wenn ihr Sachen braucht, meldet euch, ne? Will. Oh ja. Und auf der anderen Seite ist das gleiche mit den Fenstern, oder? Kannst du machen, wenn du willst, musst du aber nicht. Wenn ich schon mal dabei bin. Wenn ich schon mal dabei ist, ne? Genau, machen wir mal. So. Wie gesagt, du kannst diese Ausgüsse auch noch, wenn du das gerne möchtest, an deine Schubladensystem auch anschließen, wenn du Blöcke gießt oder so. Hm. Jetzt geht der blöde Zwerg da rein, der Blödmann. Ja, der läuft ja ständig hier überall rum. Hat's doch wohl nicht alle. Du hast jetzt ja hier noch drei frei, ne? Da könnte ich in die Mitte ruhig so ein Glas setzen und links und rechts davon so einen versenkten Tank oder wie? Nö, brauchst du nicht. Ja, dass die Sachen hier fallen. Ich wollte hier hinten dir jetzt reinbauen, wo du Blöcke gießen kannst. Ach so. Weißt du? Ja, und wo kommen jetzt die noch der versenkte Tank hin? Du hast ja noch zwei, die setzt du auf die beiden anderen drauf. Ach, hier oben? Ja. Ach so. Genau. Ja, so eine Schmiede dauert, ne? Ja, ich merke das schon. Aber es lohnt sich. Da gehen Unmengen an Material drauf. Das glaubst du gar nicht. Ich werde dann auch irgendwo hier vorne dann nochmal so ein Regal hinbauen, was du anschließt. Nur mit den Erzen dann, die du verwendest. Achso, ja. So, nochmal zwei von denen. Gott. Da haben wir die ganzen Ausgüsse auch fertig. Mhm. Wird die Schmiede noch höher oder soll ich oben schon was aus der Decke rausnehmen? Die wird noch ein bisschen höher werden, die Schmiede. Eine Reihe wird sie noch höher werden. Wenn du aus der Decke brauchst, nichts rausnehmen. Brauchst du nicht. Das reicht. Da passt eine ganze Menge rein. Ich glaube, ich mache das für ein paar Fackeln. Okay. Leuchtet es.
Okay, also Minecraft hat deine Schmiede schon mal erkannt. Der Schmelzereikern funktioniert. Oh. Ups, und schon wieder Material alle. Was macht denn unsere Materiallieferung hier hinten? Kein Material mehr, wir müssen wieder neu craften. Brauchen wir? Wo war der Kies? Da. Was soll ich kräften? Nee, du kannst gerade gar nichts kräften. Den versenkten. Irgendwas brummt doch hier, so ein Enderman. Ja. Kommt der schon wieder her? Hat irgendjemand wieder reingelassen? Ich? Nö. Nee, ich meine Schmersch. Wie einer von den Zeugen Jehovas oder sowas? Also. Und die hier Kommt rein. doch mehr zu. Unglaublich. So, die brennen wir erstmal wieder. Auf jeden Fall, der Schmelzereikern funktioniert. Du siehst, er leuchtet. Er leuchtet, ja. Was brauchen wir noch irgendwelche Bänke, Stühle? Ja, wir müssen aber Material wieder kriegen. Wir brauchen Ausgießer. Oder diese Zapfhähne, wie sie heißen. Gussbecken, sowas noch. Ja, Gussbecken, ja. Gusstische Gusstisch. brauchen wir. Wir brauchen drei Gussbecken. Und dann brauchen wir acht Gussbecken, wenn du möchtest. Okay. Nee, acht Gusstische und drei Gussbecken. Meine Güte, ist das kompliziert. 8:3, okay. Na, ich schmeiß die ganzen Zeug wieder weg, wie blöd, Mann. Oh, bin doch blöd. Mit nur vier Steine reicht nicht. Das wird nicht reichen, liebe Freunde. Da fehlt ein Stein. Ich fasse es ja wohl nicht. Unglaublich. Also 8 Gusstische. Man könnte sie jetzt noch eine Stufe höher bauen, aber normalerweise reicht das schon fast. Oder möchtest du sie eine Stufe noch höher haben? Nö, das sieht auch so schick aus. Ja, Ja, dann doch. sortiere ich das dann mal ein, das Material hier. Flupp, irgendwo da rein. So, wie heißen diese anderen komischen Dinger, die wir da brauchen? Wir brauchen einen Zapfhahn, genau. Dann brauchen wir 8 Stück. Dann kommen wir auf 6. Ich beschäftige mich gerade mit dem Atlas. Klappt gut. Ja, wie kommt's? Weiß nicht. Klappt halt. Schubidubidu. Ach ja, auch eine Werkbank. Die Gusstische können schon mal direkt da vorne, die können schon mal dahin. Die Gusstische hinten an die Rückwand, bitte. Alle hierhin? Alle hinten zur Rückwand, ja. Alle nebeneinander? Ja. Also ich baue jetzt 8, ne? Oder wie? Gusstische, ja, brauchen wir 8. Aber Nee, da, du brauchst ja da, wo die Zapfhähne sind, schon mal die Gusstische.
Oder hast du so viel zu viel, aber ist ja egal. Und hier hinten? Also, hä? Also, die stelle ich unter den Zapfhahn Genau, drunter, ne? richtig, unter den Zapfhahn. Gut, dann. Ich mach mal drei Gussbecken, oder hast du die schon? Mhm. Okay. Bei den. Ja, das ist eine Schmiede in Rekordzeit. Warte noch auf die Ziegeln. Hä? Gusstische, wie ging die denn jetzt nochmal? Gott. Die Gussbecken. So haben. Eins. Zwei. Die Gussbecken kannst du später auch in deine Sortieranlage anschließen, wenn du das gerne möchtest. Okay. Und immer daran denken, wenn du in Betrieb hast, in dieser Schmelze dann das Eisen schmelzen. Da kriegst du aus Eisen einmal auf einem Eisenerz zwei Barren statt ein aus dem normalen. Ach so. Ja, ist toll, ne? Und Lava brauchen wir dann noch. Ist das so richtig so, wenn ich den Gusstisch denn so hin, so wie er jetzt hier steht? Ja. Mhm. So. Na, Aki, der Platz wird enger hier, hm? Ja, der hat nicht, bald nicht mehr so viel Platz zum Rumrennen hier. Dass er noch einen Koller kriegt. Oh, da draußen geht was in der Luft. So, dann können wir die wieder zurückpacken. Und jetzt auf der Seite auch nochmal vier Stück, ne? Ja. Okay. Sitzt jetzt der Controller? Sitzt der Controller nicht mittig, ne? Der sitzt hier genau da, also ja. Bei dem. Gut. Ja. So, nachdenken, ob wenn ich hier jetzt nochmal so eine Schubladenreihe hinbauen hier. Nur für die Erze. Weißt du? Mhm. Könnte man ja machen. Ja, Eichenholz, Birkenholz habe ich. Könnte man bauen, theoretisch. Wenn du das möchtest. Ui, schmeiß die Tusche hier hin. Vielleicht noch einmal Mörtel. Hier fehlt jetzt noch. Hier fehlt irgendwie was. Da fällt man ja durch. Ja, genau. Ich wollte dir nur den Dings zeigen. Den Controller zeigen. Okay. Ansonsten kann man da wieder den Blick da drauf machen. Und welchen Holz hast du denn am meisten denn da? Sag mal, ein paar Truhen baut, weißt du? Ich hab dank dem Atlas-Zwerg Dinge. Na, siehst du. Ich glaube, na, Birkenholz müsste ich auch noch haben, ja. Ja, Birkenholz brauche ich nachher. Ich muss auch mal ein paar Truhen bauen. Oh, jetzt habe ich viel zu viel Holz gebaut. Ja, ist egal. Ist egal. Kriegen wir hin. Ist egal. Alles egal. Der Werkzeugschmied, ist das der? Der ist aber jetzt nicht da. Ja, mit dem Waffen, ne? Da war das, glaube ich, nicht, ne? Nee. Duale, Waffenschmied kann es ja nur sein. Richtig. Jetzt habe ich ein paar Truhen gebaut. Hm. Birkenholz? Ach, da oben ist Birkenholz.
machen wir ein paar. Jetzt machen wir einzelne Schubladen von, würde ich sagen, ne? Ich glaube, ich müsste noch mal Sand holen und Kies. Oder bringt Schoki mit? Ach so. Schoki sitzt gerade im Loch. Ist das nicht eklig? So, jetzt habe ich 12 Schubladen. Wie bauen wir die denn? Weil du brauchst ja die Werkbänke ja auch. Na, die können wir in der Mitte hinbauen. Das, ja, das passt ja ganz gut. Pass mal auf. Wir haben gerade kein Kies. 2. Wollen wir kurz einen Erdfahrstuhl? Wie kein Kies. Nee. Ist nicht mehr da. Dann hole ich mal kurz Kies, ne? Mach das. Ich kümmere mich hier um den Anschluss der Anlage, ja? Okay. Ach du Scheiße. Das geht so ja gar nicht. Ja, mit dem Atlas geht voll gut, Schatzi. Hab ich doch schon mal gesagt. Den glaubt ja wieder keiner. Ah. Soll ich noch Kies mitbringen gleich? Nö, Kies, aber Sand. Hast du noch Sand dabei? Dann kann ich drankommen. Ja, dann nehmen wir nochmal Sand da mit. Ja, bring ich den mit. Santa Claus. Santa Claus, genau. Santa Maria. Ich hab gerade einen Fußboden ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Machen wir gleich wieder heil. Alles ersetzbar. Eichenholzverkleidung. Hier braucht man eine Verkleidung. Ich mach das gleich wieder zu. Na klar. Wie geht hier so eine scheiß Verkleidung? Oh. Wie ging das denn? Lichtenverkleidung. Brauchtest du, ne? Genau. Sonst noch was, was du brauchst? Ne, im Moment glaube ich. Ton ist noch da und. Kies auch, ja. Nee, Sand. Sand ist das A und O. Das ist gerade ein bisschen doof, dahin zu kommen. Unten läuft jetzt der Zwerg rum. Ist das normal? Nee, nur wenn er zufällig runterfällt. Ja. Ah. Vielleicht kommt, findet er den Weg auch wieder raus. Das wäre ja zu schön. Was macht er häufig? Wenn er irgendwie hier irgendwo reinplumps kann, macht er das. Ja. Okay. So, das ist der Anschluss für die Schublade angeschlossen. Jetzt mache ich dann den Fußboden hier wieder zu, ne? Okay. Wo sind die Steine hier hin? Sind die gerade rausgenommen? Hm? Ach nee, die gehen ja durch. Ja, scheiße. Ja, nee, alles klar. Mein Fehler. Okay. Alles klar.
ist denn für ein Ding hier? Magma-Titte. Magma-Titte. Da. Die gute alte Magma-Titte. Gut, wenn man einen hat. So. Die Magma-Titte ist auch angeschlossen. Warte, ich muss eben abladen. Oh, zur Stelle. Na, was meinst du? Big. Du musst jetzt die ganzen Werktische noch bauen von Tinkers. Ja. Der Tinker. Ja. Und du brauchst irgendwas Lava holen, mit was schmelzen kannst. Also ein Gusttisch ist es nicht, ne? Gusttisch. Nee, du brauchst die Werkzeuge dafür. Wo finde ich das, diesen Tisch? Wie soll er? Versenkt, Tank. Kachel, Ziegel. Also es ist nicht. Rasterziegel. Werktisch. Eine Werkstation musst du bauen? Du, hier ist Sand. Eine Schablontruhe musst du bauen. Ein Werkzeugteilbauer und eine Werkzeugesse. Soll ich dir aber helfen? Ich suche gerade also ist das egal? Werkzeugteilbauer aus Eichenholz, ne? Sowas. Das ist egal aus was. Wollen wir kurz ein bisschen Holz besorgen? Hallo. Wie viele Werkzeugteiltische brauchen wir? Von jedem einen. Fang am besten mit der Werkstation an. Okay. Bessere Werkbank.